Hallo und herzlich willkommen bei Leuchtberg Barbecue. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir gibt es heute gefüllte Tomaten mit Hackfleisch, mittelalten Gouda, Schinkenwürfel und Frühlingszwiebel und das Ganze in Baconmandeln. Das werden wir auf dem Smoker zubereiten. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Für die Zubereitung von unseren gefüllten Tomaten benötigen wir folgende Zutaten. Tomaten, schaut da, dass ihr richtig schön große kriegt. Ne? Wir wollen die auch später ordentlich füllen. Und dass sie ungefähr alle gleich groß sind, dass das auch nachher mit der Garzeit alles passt. Dann 2 Kilo gehacktes, frisch vom Metzger. Ein Stückchen mittelalten Gouda, der ist ein bisschen schöner am Geschmack, finde ich, als der junge Gouda. Eine ordentliche Portion Bacon, ein paar Frühlingszwiebeln, ein bisschen Schnittlauch, das brauchen wir später zum Garnieren. Dann ein Barbecue-Rub eurer Wahl, Schinkenwürfel und eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Wir werden die später dann noch gläsen, kurz bevor die fertig sind. Doch bevor wir an die Zubereitung gehen, müssen wir erstmal den Smoker anfeuern. Den Smoker habe ich schon wieder etwas vorbereitet. Hier etwas Buchenholz reingestapelt, das fängt jetzt langsam an zu brennen. Hier drüben wieder unsere beiden Konsistformen mit Wasser drin, dass ich ein schönes feuchtes Garraumklima erhalte und dass mir das Fett und der Käse, der dann runter tropft, nicht den ganzen Smoker von innen einsaut. Während der Smoker jetzt auf eine Temperatur von 120 bis 130 Grad kommt, kümmern wir uns mal um unsere Tomaten. Wir nehmen uns jetzt unsere Tomaten, schneiden unten mit einem schönen scharfen Messer erstmal eine ganz kleine Scheibe ab. Das machen wir, dass sie dann gerade im Smoker stehen und uns da drinnen nicht hin und her kullern. Dann entfernen wir den Deckel oben. Und jetzt habe ich wieder hier so einen Löffel zum Auskratzen und dann entfernen wir uns das Innere der Tomate. Da aufpassen, dass ihr die Seiten nicht kaputt macht. Wir wollen sie ja später füllen, damit die Füllung da nicht rausläuft. Da bitte ein bisschen vorsichtiger arbeiten. So, das hätten wir. Wie ihr seht, es hat richtig schön Platz in der Tomate drin gegeben. Da können wir dann ordentlich unser Hackfleisch einfüllen. So werde ich die anderen auch alle zubereiten und dann hole ich euch wieder dazu. So, meine Freunde, ich habe es endlich geschafft. Hat zwar was länger gedauert, aber jetzt sind alle Tomaten innen drin ausgehöhlt. Diese können wir jetzt an die Seite stellen und jetzt kümmern wir uns um unsere Füllung. Für unsere Füllung nehmen wir uns als erstes die Frühlingszwiebeln. Da habe ich außen das Dreckige schon entfernt, oben was abgeschnitten, unten die Wurzel entfernt. Hier schneiden wir uns jetzt kleine Scheiben raus. Oh, die Größe ist genau richtig. Wir wollen die ja später noch in den Tomaten erkennen können. So, nachdem wir hier feine Scheiben rausgeschnitten haben, können wir diese schon mal in eine Schüssel reingeben. An die Seite. Jetzt nehmen wir unser Stückchen mittelalten Gouda, entfernen dort die Rinde. So, dann schneiden wir uns hier auch feine Stifte von runter. Und die würfeln wir dann noch. Guckt da, dass ihr richtig schön kleine Würfel macht. Ne? Soll sich ordentlich in der Tomate dann verteilen, dass wir überall ein bisschen Käse haben. Schneide ich noch einmal längs durch. So, sehr schön. Und auch kleine Würfel rausschneiden. Den geschnittenen Käse habe ich jetzt auch komplett mit in die Schüssel gegeben. Jetzt können wir sogar noch schnell unsere Schinkenwürfel dabei geben. Kommen auch alle rein. So. Jetzt nehmen wir uns unser Hackfleisch. Geben dies auch mit in die Schüssel rein. So, passt sogar alles rein. Sehr schön. Dazu geben wir jetzt noch unseren Barbecue Rub. Da habe ich diesmal einen, der ein bisschen kräftiger ist, genommen, aber mit weniger Salz. Die Tomaten sind ziemlich geschmacksneutral. Der Bacon bringt schon ein bisschen Salz mit. Da habe ich jetzt eher so ein bisschen auf die Chili-Note gesetzt. Und das mengen wir jetzt erstmal ordentlich durch. Ich muss dazu sagen, beim Durchmengen ziehe ich mir keine Handschuhe an. Es gibt schon so viel Plastikmüll auf der Welt. Da möchte ich jetzt nicht noch dran schuld sein, mehr zu produzieren. Und wenn man sich die Hände gewaschen hat, ist das alles gar kein Problem. So sehe ich das jedenfalls. Und alles schön ordentlich durchmengen, dass sich auch alles ordentlich verteilt.
So, wenn wir das jetzt ordentlich durchgemengt haben und es anfängt Fäden zu ziehen, das Hackfleisch, hier, das sieht man ja ganz gut, ne, dass das Fäden zieht, ist das genau die richtige Konsistenz, die wir haben wollen. Und hiermit können wir jetzt unsere Tomaten füllen. Jetzt schnappen wir uns die eben ausgehöhlten Tomaten, nehmen uns diese, nehmen eine ordentliche Portion von unserem Hackfleisch und drücken dieses schön hier rein. Auch gucken, dass bis unten was hinkommt, ne, dass die Tomate auch richtig ordentlich gefüllt ist. So, kleines Häubchen oben drauf. Und das wäre die erste. Jetzt nehmen wir uns noch zwei Scheiben Bacon dazu. Und diese wickeln wir um die Tomate herum. Und ein bisschen straffer ziehen, dass der auch nicht aufgeht. Jawohl. Eins. Und die zweite Scheibe setze ich jetzt hier an der Überlappung an, von der ersten Scheibe. Und wickel diese hier unten rum. So, richtig schön. So werde ich die anderen jetzt alle zubereiten und dann können wir es endlich auf den Smoker auflegen. So, meine Freunde, wir haben es geschafft. Die letzte Tomate ist gefüllt und mit Bacon umwickelt. Die habe ich jetzt alle schon in eine Schüssel gegeben, hier. Und die sehen jetzt schon echt richtig super aus. Von der Füllung ist nur ein bisschen übrig geblieben. Das ist nicht schlimm, da machen wir uns zwei Frikadellen draus. Die gibt es dann morgen an der Arbeit zum Frühstück. Jetzt können wir die Tomaten auf den Smoker auflegen. Der Smoker ist mittlerweile auf eine Temperatur von 128 Grad eingependelt. Das kontrolliere ich wieder mit meinem Thermometer, mit den Weinkorken. Ne? Bitte immer an die Erhöhung denken, nicht, dass ihr euch das Kabel abklemmt. Das ist immer sehr ärgerlich. Und jetzt wollen wir die guten Stückchen mal auflegen. Die etwas dickeren Tomaten könnt ihr nach vorne legen. Hinten im Smoker ist es immer ein bisschen kälter. Dann müssen wir die aber hier hinlegen. Jetzt nehme ich schon was stärker. Und die kleinen, wo nicht so viel Füllung drin ist, die könnt ihr weiter nach hinten hinlegen. Lasst überall was Luft zwischen, dass auch schön das Raucharoma an den Bacon dran kann. So, sehr schön. Wir schließen jetzt den Deckel und schauen eine halbe Stunde ungefähr mal rein. Nachdem nur eine halbe Stunde vergangen ist, schauen wir mal nach. Boah, Mensch, sehen die gut aus. Hat eine richtig schöne Farbe angenommen durch den Rauch. Wir schauen jetzt auch mal kurz nach der Kerntemperatur. Nehmen wir dieses hier. Ich würde da gerne eine Kerntemperatur von 72, 73 Grad drin haben. Dann ist das Gehackte noch schön saftig. Jetzt haben wir 58. Die brauchen noch ein bisschen. Und jetzt glasieren wir die mit unserer Barbecue-Soße, dass die außen noch einen tollen Geschmack und einen schönen Glanz kriegen. Jawohl, das hätten wir. Ich denke mal, die brauchen jetzt noch mal so 15 bis 20 Minuten. Und dann müssten sie fertig sein, dann können wir endlich einprobieren. Deckel zu und weiter abwarten. So, meine Freunde, nachdem nun 15 Minuten vergangen sind, schauen wir nochmal nach. Mensch, eine richtig tolle Farbe gekriegt, gefällt mir wirklich sehr gut. Wir schauen jetzt nach der Kerntemperatur einmal. Kommen wir auf, jawohl, 72 Grad. Die sind fertig, die können wir jetzt runternehmen. So, und hier haben wir jetzt die guten Stücke. Mensch, die sehen wirklich klasse aus. Während die auf dem Smoker waren, habe ich auch den Schnittlauch etwas klein gehackt. Den geben wir jetzt so ein bisschen hier drüber. Das sieht echt ganz schön aus. Das Auge isst ja mit. Oh, super. Ja, duften tut das schon wahnsinnig gut hier. Jetzt müssen wir auch mal eins probieren. Ich sagen, wir nehmen hier vorne das erste gleich mal. Und gucken, dass man alles sieht. So. Schneiden wir mal mittig auf. Oh, schon sehr saftig hier. So sehen die jetzt von drinnen aus. Richtig schön geworden. Ich füttel dieses nochmal. Nicht, dass ich so lange kauen muss. Aber wie ihr schon seht, wie saftig das Hackfleisch ist hier. Oh, Wahnsinn. Schmeckt echt spitzenmäßig und super saftig. Ich werde mir das jetzt noch schmecken lassen und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Kommen wir nun zum Fazit von meinen gefüllten Tomaten. Ich kann nur sagen, richtig klasse geworden. Außen an dem Bacon hatten wir einen tollen Rauchgeschmack dran durch das Buchenholz, was wir verbrannt haben. Und innen drin das Hackfleisch, mega saftig. Tollen Geschmack angenommen durch den Rub, den Käse, die Frühlingszwiebeln und die Schinkenwürfel. Das war echt spitze.
Die Chili-Note kam jetzt nicht so stark durch, wie ich mir das erhofft hatte. Die Tomate verträgt ganz schön viel Gewürze, aber das hat definitiv so gepasst. War echt super lecker. Und ich hoffe, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Oder hier drüben sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Heiko von Leuchtberg Barbecue.